Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Contact with the Beyond, Paratalk. Heute sind wir zu Gast bei Beate und Uwe Siegert. Hallo. Hallo, Hallo. Max. Uwe sagt, er kann Portale für die geistige Welt bereitstellen. Ihr beschäftigt euch mit physikalischer Medialität. Könnt ihr den Zuschauern erläutern, was das ist? Ja. Medialität gibt es in verschiedenen Formen. Die wohl bekanntesten Arten der Medialität dürften Jenseitskontakte sein, das heißt ein Medium sitzt, liegt, wie auch immer, und stellt Kontakte zu Verstorbenen her. Das ist so das Bekannteste. Wir beschäftigen uns mit etwas anderem, und zwar mit der physikalischen Medialität. Das heißt, hier wird Medialität greifbar, sichtbar, fühlbar und hörbar. Das geht so weit, dass Gegenstände im Raum erscheinen, die vorher nicht da waren. Es geht so weit, dass Berührungen stattfinden. Ja, das ist so im Großen und Ganzen der grobe Unterschied und genau das, was wir machen. Und was machst du? Was ist deine Rolle dabei? Ich bin ein Tieftrance-Medium. Das heißt, ich gehe während solchen experimentellen Sitzungen in eine Tieftrance, falle in eine Tieftrance. Und kann auf diese Art und Weise ein Portal oder Portale für die geistige Welt zur Verfügung stellen, die die geistige Welt dann nutzen kann, um hier bei uns in unserer realen Welt gewisse Dinge, so wie eben beschrieben, stattfinden zu lassen. Stelle ich mir das richtig vor? Die Spirits, die kommen zu euch und benutzen Uwe in diesem Fall, um durch ein Portal etwas zu materialisieren. Auch, ja. Sie materialisieren sich teilweise selbst. Also wir hatten in der Vergangenheit, jetzt in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall, die Tatsache, dass Spirits sich im Raum materialisiert haben, umhergewandelt sind, von verschiedenen Ecken des Raumes Geräusche von sich gegeben haben. Dass sie ein Windspiel, das, was weiß ich, am Fenster hängt, das zugehangen ist, gespielt haben. Sie haben bewegen Gegenstände, sie spielen mit Gegenständen, all diese Dinge passieren. Besetzen die auch deinen Körper, die Spirits? Nee, so kann man das nicht sehen. Nee. Ich werde in keiner Form besetzt, sondern ich diene tatsächlich nur als ein Portal, als ein Tor, das ich zur Verfügung stelle, und da kommen die durch, und da bin ich überhaupt nicht mit beteiligt. Da stehe ich außen vor. Wie machst du dieses Portal? Unbewusst stelle ich das zur Verfügung. Es ist eine, ja, Energetik. Tieftrance kann man üben, und wenn man dann in den Bereich kommt, dass man eine gewisse Tiefe in der Trance erreicht und die Spirits sich bereit erklären oder mitspielen, sage ich mal, dann können die durchaus solche Portale, die dann zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Jeder, wohlgemerkt wirklich jeder, kann solche Portale zur Verfügung stellen. Wir begrenzen uns in unserem Denken im Großen und Ganzen selbst. Und es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, wie wir alle es uns so vorstellen können und denken können. Ist das mit Gefahren verbunden? In keiner Weise, also zumindest nicht in dem Bereich, wie wir arbeiten, denn das null Gefahr, ja, da ist nichts. Muss man wohl sagen, es gibt verschiedene Arten der Arbeit bei der physikalischen Medialität. Wir arbeiten rein mit Energie. Ja. Das ist für das Medium vollkommen ungefährlich. Es gibt aber auch die Arbeitsweise mit Ektoplasma. Das ist eine Masse, die aus dem Körper des Mediums entsteht, die sich bildet auch teilweise durch die Energie der Sitter, und auch aus der Energie der geistigen Welt. Das ist wie eine Masse, die bewegt
die sich bewegt, beweglich ist. Und mit dieser Arbeit ist es nicht ganz so ungefährlich für das Medium tatsächlich. Weil wenn jemand in einer Sitzung was Dummes macht, zum Beispiel Licht anschaltet, dann ist es so, dass diese Masse, das Ektoplasma, mit einer Riesengeschwindigkeit in den Körper des Mediums zurückschießt. Und da kann es tatsächlich zu Verletzungen des Mediums kommen, Verbrennungen, Schnittwunden. Und in der Vergangenheit ist es tatsächlich auch so gewesen, dass da Medien von der Polizei überfallen wurden, sozusagen in den Sitzungen. Und das Medium ist dann innerhalb von ein paar Wochen verstorben, weil die Verletzungen so stark waren. Also wir arbeiten energiebasiert. Und bei der energiebasierten Arbeit ist es eine Teamarbeit. Das heißt, da kommen drei verschiedene Energieformen zusammen. Das ist einmal die Energie der Spirits, die Erdenergie, und die Energie der Gruppe. Und diese drei Energien zusammen geben eine kreative Energie, so sagt man. Und diese kreative Energie ist absolut ungefährlich. Das Einzige, was passieren kann, wenn Licht angeschaltet wird oder es wird geklatscht oder irgend so etwas, dass die Sitzung dann als solche gerade vorbei ist. Das war es dann. Das ist ja sehr interessant. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Ja, das war auch für uns ganz interessant. Wir haben uns seit ungefähr 2010, 2011 mit Themen Meditation, Heilung sehr beschäftigt. Und dann haben wir 2014 zum ersten Mal an einer experimentellen Sitzung teilgenommen. Das hat uns so geflasht und fasziniert, dass wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir mal tiefer eintauchen. Hatten auch überlegt, ah, das wäre vielleicht auch was für uns. Haben verschiedene Seminare besucht, wie man in Trance gehen kann. Und das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Ich erinnere mich noch an Uwe. Irgendwann haben wir gesagt, nee, also physikalische Medialität, das ist nicht unser Weg. Das klappt überhaupt nicht. Und haben gesagt, wir werden mal wieder an Sitzungen teilnehmen, aber für uns ist es nicht unser Weg. Und dann war es so, dass wir Reiki gelernt haben. Und im Januar 2015 hatte ich meine sogenannte diese Lehrereinweihung. Ich hatte Uwe eine Reiki-Sitzung gegeben, um eben diesen Lehrergrad zu bekommen. Und dann ist es passiert, dass die geistige Welt eine Stunde durch Uwe gesprochen hat. Uwe ist in Trance gefallen. Und dann hat die geistige Welt uns gebeten, einen physikalischen Zirkel zu gründen. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf und hatten dann eine ganz schnelle Entwicklung. Schon in der ersten Sitzung hatten wir Phänomene und dann hat sich das ganz schnell alles entwickelt. Dazu sollte man auch sagen, dass ektoplasma-basierte Arbeiten, also physikalische Medialität auf Ektoplasma basiert, eine Entwicklung 15 Jahre dauern kann. Und bei energiebasierter Arbeit ist das wesentlich schneller, da reichen durchaus einige Monate. Wir haben, sage ich mal in Anführungszeichen, das Glück gehabt, dass es dann recht schnell ging. Okay, es hat dann etwas stagniert, es kam nicht viel dazu, aber es ist dann im Laufe der Jahre doch wesentlich mehr geworden. Lasst mich hier mal einhaken, was für mich nicht komplett klar ist. Ich weiß, was Ektoplasma ist, ja. Aber ist es nur reine Energie oder ist es lebendig, weil es aus deinem Körper kommt, und intelligent, oder ist es einfach nur Energie? Es ist eine Masse, und die dann von der geistigen Welt gesteuert wird. Es kann sich zum Beispiel aus dieser Masse eine Hand formen. Das haben wir auch selbst schon erlebt. Die Hand kann zuwinken, aber es ist jetzt, und diese Masse ist aber immer noch mit dem Medium verbunden. Es ist keine eigenständige Masse, die sich durch den Raum bewegt, sondern immer noch mit dem Medium verbunden, also unter der vollständigen Kontrolle der geistigen Welt. Okay. Und gibt es ein bestimmtes Alter oder ein gutes Alter, wo man eine hohe Möglichkeit hat, ein exzellentes Medium zu sein? Oder könnte das schon ein Kind sein oder eine alte Frau von 90? Ja, also das kann man gar nicht so beantworten, welches Alter dafür das Beste ist. Es ist oft so bei Medien, die vielleicht schon in der Kindheit gemerkt haben, dass sie da eine gewisse Fähigkeit haben. Bei manchen wird es natürlich dann durch die Erziehung oder Umwelt auch wieder unterdrückt. Und oft sind Medien eben diese Personen, die in der Kindheit schon spezielle Erlebnisse hatten. Es kann aber genauso geschehen, dass man plötzlich etwas erlebt und
dann herausfindet, man ist jetzt ein Medium. Das kann von heute auf morgen passieren, ohne dass man es vielleicht geplant hat. Genauso kann man natürlich auch darauf hinarbeiten, Ausbildungen machen und lernen. Das geht natürlich auch. Aber manche sind ein natürliches Medium, dann ist es einfach da. Aber man kann es nicht auf ein bestimmtes Alter festlegen. Was jedoch so ist, ist, dass viele physikalische Medien dann erst im Alter, so ab 30, 35, mit ihrer Medialität loslegen. Zumindest kennen wir im Moment kein physikalisches Medium, das jünger wäre. Das ist richtig, ja. Womit hängt das zusammen? Mit der Reife, dass man einfach sagt, ich spüre was, ich sehe was, es ist nicht Einbildung, ich bin nicht dumm. Da ist etwas mehr, ist man mehr offen in diese Zeit, in diesem Alter, hängt das damit zusammen? Was denkt ihr? Es kann durchaus sein, dass da Aspekte mit reinspielen, wie Schule, Ausbildung, die hinzugewonnene Erfahrung der Sexualität, all diese Dinge, die einen dann doch erstmal von diesem Weg, sage ich mal, eher abbringen und dass man dann erst in, Anführungszeichen, gesetzterem Alter sich solchen Interessen dann eher zuneigt. Ich hatte als Kind eine Erfahrung gehabt, also ich bin auf einer Art Ranch groß geworden und ich war ungefähr 7 Jahre alt. Ich hatte einen kleinen Hund, mit dem habe ich im Flur gespielt und plötzlich hat er gar nicht mehr auf mich reagiert. Der hat reagiert, als würde einer neben mir stehen und mit dem Hund spielen. Ist in medialer Arbeit sehr oft diese Situation, dass anwesende Tiere reagieren in eine bestimmte Art und Weise, die für uns unklar ist oder nicht erklärbar ist. Aber für euch natürlich natürlich offensichtlich. Klar, wir haben das selbst erlebt. In dieser Reiki-Sitzung, von der ich eben erzählt habe, ist es so passiert, da hat man noch unsere 2 Hunde. Und während die Spirits durch Uwe gesprochen haben, haben die beide an die Decke, an die gleiche Stelle geschaut und haben gebellt. Und die Spirits, die durch Uwe gesprochen haben, haben gesagt, ja, die Hunde haben eine andere Schwingung als ihr Menschen. Sie spüren unsere Anwesenheit. Das war ganz aufregend. Haben Sie eine höhere Schwingung oder tiefere Schwingung? Also ich persönlich glaube, es ist eine höhere Schwingung, weil sie sehr viel Liebe geben. Viel mehr Liebe freigeben als der Mensch. Ist das korrekt? Ich glaube auch, dass es eine höhere Schwingung ist und sie nehmen viel mehr wahr, als wir Menschen wahrnehmen, was um uns herum ist. Und die spüren einfach viel mehr und sehen mehr als wir. Ja, als kleiner Hinweis oder kleiner Rat oder vielleicht, ja, wie auch immer, wir sind Augenmenschen. Das heißt, wenn wir unser Augenlicht verlieren im Alter, sage ich mal ab 20, 25 Jahren, sind wir jahrelang aufgeschmissen, weil wir erstmal lernen müssen, mit unseren anderen verfügbaren Sinnen zu arbeiten und die neu zu kalibrieren, sodass wir die auch in der Form nutzen können. Wir nehmen auch nur ungefähr 15% unserer tatsächlichen Realität wahr. Ein Hund, eine Katze, nehmen 20, teilweise bis zu 30% der tatsächlichen Realität wahr. Die haben ganz andere Möglichkeiten wie wir. Die leben ganz anders, sehen ganz anders. Eine Katze sieht im Dunkeln, wir sehen im Dunkeln nichts. Ja, also das sind so kleine Hinweise, die uns immer zu denken geben sollen. Ja, ich glaube, das war ein sehr interessanter und wichtiger Kommentar, den du gemacht hast. Wir sind eigentlich im täglichen Leben, wir glauben, wir sind in allem besser, wir sind die Krone der Schöpfung, aber genau. Im Grunde genommen sind wir nur ein kleines Licht und andere Spezies, die wir als niedriger ansehen, haben viel mehr Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Genau. Das sollten wir vielleicht im Kopf behalten. Seit wann gibt es eigentlich die physikalische Medialität? Ich meine, seit wann kann man sagen, kann man das zurückverfolgen? Oder gibt es einen Zeitpunkt, wo sie wirklich im Mensch hochgekommen ist, entstanden ist, dass die geistige Welt gesagt hat, ja, dann greifen wir jetzt mal zu den Menschen aus, die sind vorbereitet, let's go. Oder gab es das eigentlich schon immer? Ja, also die Medialität, physikalische Medialität in
genauen gibt es schon mehrere tausend Jahre, wahrscheinlich so lange, wie es die Menschheit gibt. Es gibt Gräber, wir sind hier in Antikerra, die sind 7000 Jahre alt. Und der Sinn und Zweck dieser Gräber ist relativ unklar, weil das sind große Höhlen mit riesigen Steinen, die also nie bewegt worden werden durch Menschen. Da musste richtiges Schwerlastkranmaterial haben, um die zu bewegen. Die sind aber trotzdem gebaut worden. Und diese, wir waren auch drin schon in allen. Und da ist eine wahnsinnige Energie. Die Medialität als solche, niedergeschrieben, sage ich mal, ist so Mitte des 18. Jahrhunderts. Da gab es in Amerika die drei Fox Sisters und die haben da in Amerika einen riesen Boom ausgelöst. Es gab Kontroversen, ob fake oder nicht fake, ist eigentlich unerheblich. Was wichtig war an der Stelle, es wurde da angefangen, das Ganze niederzuschreiben und festzuhalten. Und viele tatsächliche noch hinzukommende Medien haben dann sich auch geoutet, beziehungsweise sind an die Öffentlichkeit gegangen. Und es gab dann auf einmal mehrere hundert, teilweise tausend Medien, die da in den USA tätig waren. Die Medialität als solches ist zu dem Zeitpunkt ungefähr festgeschrieben worden, Mitte 18. Jahrhundert. Wir haben einen deutschen Interpreten, einen Mediziner, den Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, der 1862 bis 1929 gelebt hat. Das war ein Mediziner wohlgemerkt und der hat tatsächlich auch zwei Bücher geschrieben über physikalische Medialität, was er selbst alles dort erlebt hat. Das eine heißt Materialisationsphänomene, das ist von 1914. Wir selbst sind in der glücklichen Lage, ein Originalbuch davon zu besitzen. Und es ist schon ganz interessant, weil die Abbildungen, die da teilweise halt nicht fotografisch festgehalten wurden, sondern skizziert wurden, entsprechend dem, was dann im Laufe des ganzen 19. Jahrhunderts immer wieder auftaucht. Das ist also schon mal als solches katalogisiert worden. Ja. Beate Uwe, wie ihr schon erwähnt habt, ihr lebt in Spanien, in Andalusien. Ja. Ihr betreibt da das internationale Ausbildungszentrum für physikalische Medialität. Genauer gesagt, The Spiritual Science Founders Association. Richtig. Was macht ihr? War ein langes Wort, schwieriges Wort. Ja, genau. Konntet ihr euch nicht ein Wort oder eine Bezeichnung aussuchen, die leichter war? Nein, zurück. Was macht ihr dort genau? Ja, okay, also erstmal auf den Namen. Ja klar, wäre da leichter gewesen, aber wir wollten darauf abheben, dass das Ganze auf wissenschaftlicher Basis stattfinden soll. Wissenschaft heißt immer reproduzierbar, immer wieder reproduzierbar und beweisbar. Und es gibt so viele Organisationen in diesem Bereich oder Privatunternehmen oder wie auch immer, die jetzt nicht unbedingt auf die Wissenschaft abheben. Robin Foy, einer unserer Mitgründer dieser Association, sagt immer so schön, dass es Biologie gibt, es gibt die Chemie, es gibt die Physik, aber es gibt nicht die Medialität. Und wir wollen oder haben den Anspruch an uns, dass wir diese Medialität, zumindest erst in diesem Bereich physikalische Medialität, als Wissenschaft sehen und als Wissenschaft erforschen. Die spirituelle Wissenschaft. Richtig. Genau. Ja. Und das ist das, was wir da vorhaben. Wir selbst wohnen erst seit Mitte des Jahres hier in Spanien, hatten vorher noch einen braven Beruf, wo man jeden Tag arbeiten gegangen sind, haben alles hingeschmissen, alles verkauft und sind hier nach Spanien gegangen, um mit Robin und Sandra Foy diese Association zu gründen. Ja, und was machen wir? Wir sitzen dreimal in der Woche in experimentellen Sitzungen, versuchen zusammen mit der geistigen Welt Phänomene zu generieren, immer wieder zu generieren, sodass da eine gewisse Konstanz reinkommt, damit das Ganze auch beweisbar ist,
auch wenn Gäste da sind, wenn wir dann endlich dann mal das grüne Licht bekommen, dass die Gäste daran teilnehmen können. Und wenn die dann da rausgehen und sagen, okay, da ist kein Betrug dabei, das hat mich jetzt so geflasht, das ist tatsächlich so und das funktioniert. Und da muss ich vielleicht in Zukunft etwas umdenken. Ja. Ich möchte hier gerne nochmal einhaken. Ja. Ihr habt einen ganz wichtigen Namen genannt. Ein Name, der wirklich Geschichte geschrieben hat in der paranormalen Forschung. Das Skoll-Experiment, das in Mitte der 90er, Anfang von 2000 sehr viel im Fernsehen, in Zeitungen war. Und der Leiter dieses Experiments, soweit ich informiert bin, ist Robin Foy. Genau. Könnt ihr jetzt noch etwas über Robin dazufügen, damit die Zuschauer wissen, eine weitere Idee haben, eine größere Idee haben, um was es da eigentlich genau geht? Also Robin Foy hat von 1993 bis 1998 die sogenannten Skoll-Experimente durchgeführt. Und zwar, das war die Skoll-Gruppe, die bestand aus Robin Foy und seiner Frau Sandra und zwei Tieftrance-Medien, das waren Diana und Alan Bennett. Und die haben in diesen ganzen Jahren physikalische Sitzungen durchgeführt mit unglaublichen Phänomenen. Und es sind, glaube ich, über 1000 Stunden gewesen. Und sie hatten sehr viele Besucher, auch aus der Wissenschaft und auch ganz besonders von der SPR, der Society for Psychical Research, waren Professoren dort, die Phänomene auch bestätigt haben. Und dort gibt es auch den sogenannten Skoll Report, den haben die veröffentlicht. Das waren jetzt so die bekanntesten. Und wir haben hier in Spanien von unseren Spirits gehört, dass hier unsere Arbeit, uns nennt man die Tocal Experiment Group, ist im Grunde die Fortsetzung von der Skoll Experiment Group. Und Robin Foy ist auch eben mit uns Teil dieses Zirkels, der Tocal Experiment Group hier. Seine Frau ist noch dabei und noch eine frühere Mitsitzerin aus Deutschland, aus unserem Zirkel, die ist auch hier nach Spanien gezogen, um mit uns in dieser Gruppe zu sitzen. Dann noch zur Ergänzung zu dem, was wir hier machen. Wir führen diese Sitzungen durch, um eben die Energie aufzubauen. Aber wir bieten auch Seminare an und im Moment sind es noch Online-Seminare, sind noch nicht so viele, weil wir warten auf das grüne Licht der geistigen Welt, dass wir Besucher von außen einladen dürfen und dann eben auch Sitzungen und Seminare vor Ort anbieten können. Und für Leute, die da ein Interesse haben, werden wir nochmal später darauf eingehen. Am Ende unseres Interviews und auch werden wir natürlich publizieren, wie man euch erreichen kann. Mhm. Ihr wart so nett und habt uns ein paar Fotos zur Verfügung gestellt über den Ort, wo ihr diese Arbeit durchführt, die ich jetzt mal einblenden werde. Und Beate, Uwe, bitte kommentiert doch diese Fotos. So, hier haben wir The Spiritual Science Foundation. Wenn ihr diese Sachen bitte kommentieren würdet, ich gehe zum nächsten Slide. Genau, das sind wir, das Management sozusagen der Spiritual Science Founders Association. Robin Foy, seine Frau Sandra, Uwe und ich sind auf dem Bild zu sehen, und zwar, das ist die Bücherei der Association. Die Bücher, die man im Hintergrund sieht, da geht es nur um physikalische Medialität. Und dazu muss man noch sagen, dass es noch 10 Kartons im Keller gibt mit Büchern, die noch nicht ausgepackt sind. Und das Besondere an diesen Büchern ist, dass sie sehr, sehr alt sind, teilweise mit Originalsignaturen der Autoren, die auch teilweise schon verstorben sind. Also allein das lohnt sich schon, uns hier zu besuchen. Also mehr als die Hälfte der Bücher sind aus dem 18. Jahrhundert. Glaubt ihr, dass die alten Bücher mehr zu den Wurzeln gehen und mehr
Wahrheit beinhalten als neue Bücher, weil im Großen und Ganzen die Autoren, die nehmen ja hier ein bisschen von da, ein bisschen von, die mixen das durch, damit sie ein neues Buch haben. Aber das sind ja noch nicht erste Handerfahrungen. Sind wir da einer Meinung? Das ist richtig, ja. Ja, also man, wenn jemand Interesse daran hat, der sollte doch nach alten Büchern Ausschau halten. Genau. Da ist wirklich die Essenz noch erhalten und nicht einfach das wieder neu aufarbeitet. Lass mich mal zum zweiten Bild gehen. Ja, das ist das Gebäude in Antikera. Im Hintergrund sieht man das Torkalgebirge, was sehr beeindruckend ist und auch hoch ist, ein Hochplateau, über 1200 Meter. Sehr eindrucksvoll. Das Gebäude ist im Untergeschoss, ist unser großer Seminarraum, der noch nicht ganz ausgebaut ist. Und im ganzen Obergeschoss sind dann entsprechend die einzelnen Schlafzimmer, die zur Verfügung stehen, und im hinteren Bereich relativ großer Seance-Raum bzw. Raum für experimentelle Sitzungen. Genau. Dazu vielleicht noch, das Gebäude ist im Moment gemietet und unser Ziel ist es, in 2 Jahren das Gebäude zu kaufen, und es ist noch einiges zu renovieren dort. Und in unserer Association kann man ja auch Mitglied werden und unsere Arbeit mit 25 Euro pro Jahr unterstützen. Und wir sammeln eben diese Gelder, um unserem Ziel dann auch wirklich näher zu kommen, das Gebäude kaufen und renovieren zu können. Ja. Weil dieses Gebäude wurde von der geistigen Welt schon vor Jahrzehnten vorhergesagt. Nicht unbedingt das Gebäude, aber der Ort, das ist auch noch eine längere Geschichte von Robin Foy, wie er dieses Gebäude gefunden hat. Also das wäre auch schon wieder eine längere Geschichte, aber ich möchte jetzt nicht so weit ausholen. Also wie ich das sehe, das Gebäude ist ja so 70, 80 Jahre alt, wenn ich mir das so angucke. Kommt hier, ja. Also ich denke mal, es hat eine bestimmte Energie geladen, die auch vielleicht für dieses Projekt wichtig ist. Wie du schon gesagt hast, also man kann ein Teil dieser Vereinigung werden für einen sehr kleinen Betrag. Welcher Vorteil hat das für die interessierten Leute? Man bekommt Vergünstigungen bei den Seminaren. Alle Mitglieder bekommen dann einen günstigeren Preis für die Seminare, und für unsere Mitglieder stehen wir auch für Fragen in Sachen physikalische Medialität zur Verfügung. Wenn Menschen sagen, ich möchte da auch den Weg gehen, ich möchte meinen eigenen Circle gründen, die können uns dann auch per E-Mail kontaktieren und Fragen stellen. Da helfen wir natürlich gerne, weil das ist eben auch eins unserer Ziele, das viel mehr in die Welt zu bringen, dass es viel mehr Circle gibt. Und es ist schon eine Veränderung da. Es gibt schon viel, viel mehr Zirkel, aber es könnten noch mehr werden. Ja, das ist unser, und was sehen wir hier? Das ist unser Raum für experimentelle Sitzungen. In der Mitte der Tisch. Dann steht auf diesem Tisch ein Glasdom, wo man Puppen oder Uhren normalerweise reinstellt. Der ist etwas umfunktioniert, aber der wird hier als eine Art Generator von Energie genutzt durch die Spirits. Die komprimieren da drin ihre Energie, die sie dann im äußeren Bereich außerhalb des Doms zur Verfügung nutzen können, um bestimmte Dinge geschehen zu lassen. Unsere 4 Stühlchen und ein Rotlicht, ja, das ist so unser Raum für experimentelle Sitzungen. Und was sehe ich dort auf dem Tisch? Sind das Karten? Ja, und zwar der Tisch. Wir haben den Tisch und viele Gegenstände, die in dem Raum sind, mit fluoreszierenden Punkten beklebt, sodass wir in Dunkelheit, in absoluter Dunkelheit, diese Punkte sehen können. Nachdem wir aber in absoluter Dunkelheit arbeiten, decken wir diese Punkte mit diesen Spielkarten ab, sodass wirklich erstmal absolute Dunkelheit hergestellt ist. Die geistige Welt bewegt hin und wieder dann auch die Karten weg, sodass man die Punkte sieht und damit man sieht, dass hier im Raum Bewegung ist. Genau. Also die Karten selbst haben keine Bedeutung. Sie sind einfach nur Mittel zum Zweck. Genau. Zu den 2 anderen Sachen. Hinter dem Glasdom, in dem hinteren Bereich, sieht man ein Tuch, und dieses Tuch deckt eine beleuchtete Holzplatte ab.
Da sind auch kleine Bällchen drauf, die auch beleuchtet sind. Und dieses Phänomen hatten wir oft in Deutschland und aber auch jetzt schon hier in Spanien, dass die Spirits tatsächlich das Tuch wegziehen und sich eine Hand auf dieser Platte materialisiert. Und sie teilweise dann diese Hand, die Bällchen in die Hand nimmt und sie in die Luft schmeißt. Dann haben wir da vorne noch einen Kristall, sieht man, ich weiß nicht, kann man glaube ich nicht ganz rechts, so gut erkennen, rechts. Und zwar, das ist der Reisekristall der Skoll-Gruppe. Und das war so, dieser Kristall ist in einer Sitzung in Skoll apportiert worden. Das heißt, er war vorher nicht im Raum. Die geistige Welt hat diesen Kristall materialisiert und gesagt, wenn die Skoll-Gruppe auf Reisen geht, können sie schlecht den Glasdom mitnehmen und die Energie, die im Glasdom ist, wird mit dem Kristall verbunden, wenn sie auf Reisen sind, egal wie weit sie weg sind. Und da ist dann diese Energie in diesem Kristall drin. Und der liegt auch bei uns auf dem Tisch. Der ist weit zu weit. Sehr interessant. Ich würde hier gerne mal reinhaken und eine Frage stellen. Diese Sachen, die sich materialisieren in diesen Sitzungen, sind ja Materie. Die geistige Welt ist ja feinstofflich, nicht Materie. Heißt das, in einen anderen Punkt der Welt nehmen die das von einem anderen Punkt der Welt und materialisieren diese Sachen bei euch? Oder ist der Platz, wo es herkommt, die andere Seite? Also bei uns, bei den Apporten, die wir bekommen haben, heißt es, die kommen hier aus unserer Welt, die werden irgendwo dematerialisiert, wo sie nicht mehr gebraucht werden, sei es liegen auf dem Meeresgrund oder sind irgendwo verloren gegangen, werden dann hier im Raum materialisiert. Es hat aber auch schon Fälle gegeben, dass es Apporte gab, die dann aus irgendeinem Material bestanden, die man untersucht hat und festgestellt hat, dieses Material existiert hier auf dieser Erde nicht. Also es könnte sein von einem anderen Planeten. Ja. Könnte sein, genau. Oder eine andere Dimension. Richtig, genau. Sehr interessant. Und was sehen wir hier auf diesem Foto? Beide Bilder sind aus unserem alten Raum für experimentelle Sitzungen in Deutschland. Wir haben in Deutschland in unserem Haus einen separaten Raum ausweisen können, nur für diese Arbeit. Im Hintergrund sehen wir den Dom mit einem Sessel, das Kabinett mit dem Sessel. Im Vordergrund so einen runden Gartentisch, auch der ist wieder mit fluoreszierenden Punkten beklebt. Und unseren Dom drauf, sowie diese Holzplatte mit einem Tuch. Links daneben ist dann, auf dem rechten Bild sieht man diese Kiste, die man auf dem linken Bild links unten sieht. Das ist unsere Spielekiste, wo verschiedene Gegenstände drin sind. So diese Röhre, diese schwarze oder diese bunte im Vordergrund, nennt sich im Englischen Trumpet. Das ist nichts anderes, sieht aus wie so eine Schultüte, nur dass die halt an beiden Enden offen ist. Und auch diese Gegenstände sind alle wieder mit fluoreszierenden Punkten beklebt, die dann mehr oder weniger im Raum durch die Gegend fliegen, teilweise zwei, teilweise drei Gegenstände gleichzeitig im Raum unterwegs sind, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, wie Beate immer sagt. Die Kiste ist normalerweise abgedeckt mit einem schwarzen Tuch, damit auch da die fluoreszierenden Punkte nicht unnötig die Dunkelheit erhellen. Und die Spirits holen sich dann immer raus, weil sie wollen. Wir haben da einige Tamburin, Rassel, Musikinstrumente, Mundharmonika, was sie dann auch immer kräftig genutzt haben. Ja. Und was sehen wir hier auf diesem Foto? Das sind Apporte, eben auch Gegenstände, die vor der Sitzung nicht da waren. Auf dem linken Bild sind zwei Steine apportiert worden. Und das hat bei uns im Januar 2020 angefangen, dass fast in jeder Sitzung Steine apportiert wurden. Und bei Gästesitzungen waren dann meistens immer genauso viele Steine da, wie Gäste da waren. Das heißt, wir haben die Steine auch immer an unsere Gäste verschenkt. Und rechts eine Münze und eine Figur. Die Figuren kamen oft zu besonderen Anlässen, zu Geburtstagen zum Beispiel, oder auch einfach, um uns Mut zu machen und zu zeigen, hey, ihr seid auf dem richtigen Weg, macht weiter. Und die sind auch in einer Sitzung als Apport in dem Raum materialisiert worden.
Hat man feststellen können, aus welchem Jahr die Münzen eigentlich sind? Sind sie sehr alt oder aus der neueren Zeit? Also diese Münzen sind tatsächlich nur von ideellem Wert. Wir haben recherchiert, die sind also wirklich nicht viel wert und solche Münzen kann man auch noch erwerben. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, das ist jetzt, ja, es ist nicht viel wert, aber für uns hat es natürlich einen ganz besonderen Stellenwert und es ist auch so, wie Robin Roy uns erklärt hat, dass die geistige Welt auch absichtlich keine Gegenstände materialisieren würde, die jetzt wahnsinnig viel wert wären, weil dann wird, wie das so ist, in unserer Welt natürlich auch wird wieder Neid, entsteht Neid und das würde auch nicht dazu passen zu der Arbeit, die wir hier tun. Ja. Und hier haben wir zwei Fotos von den alten deutschen Zirkel, bevor ihr nach Andalusien gegangen sind, seid. Und ich sehe hier Geld, ich sehe hier kleine Anhänger. Würdest du gerne was dazu sagen, Uwe? Ja, also die sind nicht beide aus Deutschland. Das rechte, die Figurine ist aus Deutschland. Die ist bei uns wohl wieder in irgendeiner Sitzung zutage gekommen. Und das linke Bild ist tatsächlich, das sind Original-Apporte aus dem Skull Circle. Die haben die Spirits dort materialisiert. Da sind Haarklammern dabei oder Haarnadeln. Münzen, ich glaube ganz links im linken Bereich, im unteren Bereich sieht man so eine Art Taschentuch mit den Initialen HD für Helen Duncan. Das ist auch ein großes spirituelles, physikalisches Medium war. Also das ist wirklich tatsächlich, das sind die Originale aus dem Skull Circle. Wie wir dieses erste Mal gesehen haben, oh, in Ehrfurcht, wow, die Original-Apporte aus dem Skull Circle. Das kann ich mir vorstellen. In der Hand halten, oh, das war so schön wahnsinnig. Ja. Ja. Ja, also ich kann, also ich fühle komplett mit euch, also ich würde mich auch so fühlen. Lass uns mal zum nächsten gehen. Hier haben wir Karten und Sand, nehme ich mal an. Ist das, ja, das ist eine schöne Geschichte. Okay, also das liegt, den Sand darfst du erklären, der kein Sand ist. Und die Karte, das sind so Sammelkarten aus den 50er, 60er Jahren in England. Die wurden dann, ich weiß nicht, mit Schokolade, in Schokoladenpackungen waren die, glaube ich, mit drin. Ich mag nicht lügen, aber ich meine, das hätte ich so im Kopf. Und diese Karte, muss man dazu sagen, wenn so eine Karte mal 20, 30, 40 Jahre alt ist, vergilbt die. Die ist nicht vergilbt gewesen, wie die bekommen haben, obwohl es ja erst irgendwann in den 90er Jahren apportiert wurde, sondern war noch im Originalzustand. Müssen wir das so verstehen, dass die Spirits in der Zeit zurückgehen können? Ja, die können nach vorne gehen und sie können nach hinten gehen. Das heißt, die Theorie, dass die Zeitmaschine irgendwann mal erbaut werden könnte, ist nicht Fiktion. Es ist möglich. Es wäre möglich, bis zum Anfang des Lebens zurück, theoretisch zurückzugehen. Richtig. Sehr interessant. Außerordentlich interessant. Wir hören auch immer wieder in unseren Sitzungen oder auch, das wurde auch in Skoll von den Spirits gesagt, dass es in der geistigen Welt keine Zeit gibt, wie wir sie uns vorstellen. Die Zeit ist menschgemacht, tatsächlich. Ganz interessant. Ja, aber das sind wir schon bei einem ganz heißen Thema mit kritischer Masse. Es ist wirklich ein interessantes Thema, Zeit. Ich habe mir gedacht, dass wir als Menschen, als jeder einzelne Mensch, multidimensional sind, aber dass wir eigentlich unser Spirit von einer Dimension zur nächsten wandert und dass wir das als Zeit empfinden. Das war ein Eindruck, den ich bekommen habe. Mhm. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Aber vielleicht ihr könnt das ja mal irgendwann mal erklären. Was sehen wir denn hier auf dem rechten Foto? Ja, auf dem rechten Foto, das ist ja
Das sieht aus wie ein Sand. Und dieser, ich nenne es jetzt mal Sand, wurde in einer Sitzung in Skoll materialisiert. Und Robin war ganz fasziniert davon und hat ein Stück von diesem Sand in den Mund genommen. Und in der Sitzung, in einer der nächsten Sitzungen, fand er das gar nicht mehr so lustig, weil ihm dann gesagt wurde, dass es die Asche ist von einem indischen Heiligen, der verbrannt worden ist. Das hat er wirklich bestimmt nur einmal und nie wieder gemacht. Richtig. Dann noch mal genau drüber. Ja. Aber sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Genau. Und haben die mehr Informationen über den Heiligen hinterlassen? Also wann der gelebt hat, wo, wer es war? Das, soweit ich weiß, nicht. Aber es wurde gesagt, dass diese Asche tatsächlich heilig ist und dass man die für Heilsitzungen verwenden könnte. Das ist auch gemacht worden, dass man dann immer diese, sollte man diese Asche, diesen Behälter mitnehmen und öffnen. Und das würde die Heilenergie positiv beeinflussen. Das war der Hintergrund also, dieser Asche. Dieser Staub beinhaltet eine Energie, die eine positive Frequenz hat, was genau. auf die Anwesenden auswirken kann. Genau. Ja. Außerordentlich interessant. Ja. Leider haben wir nicht so viel Zeit, also ich würde noch sehr gerne auf andere Fotos eingehen, weil ihr habt ja hunderte von diesen Fotos. Ja, wir können viel erzählen. Aber ja, das glaube ich. Also dann würde unser Interview 2-3 Stunden sein. Ich würde mit euch hier 4 Tage sitzen, weil ihr so viel zu erzählen habt. Aber ich glaube, die Zuschauer, die rennen uns davon. Ja. Lass uns doch mal zur nächsten Frage gehen. Wie läuft denn eigentlich so eine Sitzung ab? Ja, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Raum, der abgedunkelt ist. Und wenn man reingeht, ist erstmal das Licht an, alle nehmen Platz, setzen sich hin und dann wird das Licht ausgeschaltet. Und dann wird am Anfang so eine Art Einladung an die Spirits ausgesprochen, dass man sie einlädt, mit uns zu arbeiten und auch, dass man dankbar für diesen Weg ist, auf dem man ist. Und dann läuft eine Musik. Das erste Lied ist immer ein Entspannungslied. Und in diesem ruhigen Lied ist es so, dass Uwe es dann leichter fällt, in die Trance zu gehen. Das war zumindest am Anfang noch wichtig, aber irgendwann war es dann so, dass Uwe sich hinsetzt und innerhalb von einer Sekunde in diese Tieftrance fällt und das dann auch nicht mehr brauchte. Aber wir haben das so beibehalten, weil das auch für die anwesenden Menschen gut ist, sich erstmal so in den Raum reinzufühlen und in die Dunkelheit. Und mit diesem Entspannungslied ist das sehr positiv. Und dann sieht man, was geschieht. Die Musik läuft weiter im Wechsel mit teilweise rockigen Liedern. Dann kommt mal wieder ein ruhigeres Lied, sodass man so von der Energie das auch mal ein bisschen wechseln kann. Und die Teilnehmer singen kräftig mit. Wir lachen auch. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es man da so ganz bedächtig sitzt. Nein, wir machen sehr viel Spaß, machen sehr viel Quatsch, lachen viel. Freude hebt die Stimmung. Man baut gemeinsam diese Energie auf. Und dann kann man entweder die physikalischen Phänomene erleben, was wir hatten, wie Levitation, die Apporte, Berührungen, diese Materialisation von Fingern, von Händen, verschiedene andere Dinge, die passieren können. Aber darüber könnte man auch eine ganze Sendung füllen, glaube ich. Und auch, dass wir Durchsagen von den Geistwesen bekommen. Die sprechen dann durch Uwe auf verschiedene Art und Weise. Gibt es 2 Varianten. Entweder sprechen sie wirklich durch Uwe, man hört ihnen, die Stimme kommt von Uwe. Dann gibt es aber auch noch die Form der erweiterten Stimme. Das hatten sie in Deutschland sehr perfektioniert. Man hört dann ja wie eine Art Röcheln und die Stimme kommt aus Uwe raus. Man hat wirklich das Gefühl, die Stimme wird rausgezogen, kommt dann von einer anderen Stelle aus dem Raum. Aber es ist immer noch Uwes Stimme. Und jetzt hier in Spanien haben die Spirits es geschafft, die Independent Voice, also die unabhängige Stimme zu erreichen. Das heißt, es ist unabhängig von Uwe. Die Stimme entsteht einfach irgendwo im Raum. Und da sind sie jetzt dran, das zu perfektionieren. Aber sie haben schon mehrere Worte geschafft. Und das Ziel ist, dass diese Stimmen in der Originalstimme der Verstorbenen sprechen tatsächlich und auch von bekannten Menschen, dass jeder sehen kann, okay, diese Stimme ist eindeutig dieser Mensch.
Und man kann so den Ablauf dann von so einer Sitzung nie genau vorhersagen. Manchmal ist der Fokus auf sichtbaren, fühlbaren Phänomenen, manchmal mehr Durchsagen, teilweise philosophische Durchsagen. Ich erinnere mich an eine Sitzung in Deutschland, da hatten wir einen Wissenschaftler zu Besuch und der Spirit, der durch Uwe gesprochen hat, hat sich wirklich philosophisch mit diesem Menschen unterhalten. Uwe hat schon in fremden Sprachen gesprochen, Latein, Arabisch und hier auch in Spanisch schon gesprochen. Also Sprachen, Latein, du hast nie Latein gehabt, ja. Arabisch mal auch gar nicht. Mhm. Und dann kann man so den Hauptteil der Sitzung, wie gesagt, das kann man gar nicht sagen. Jede Sitzung ist anders, mal intensiver, vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger, hängt auch immer von der Energie der Sitzer, der Gäste ab. Wenn eine sehr gute Energie da ist, dann kann auch noch viel mehr passieren, als wenn man vielleicht Sitzer da hat, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind und für die das noch ungewohnt ist. Man lässt es einfach auf sich zukommen. Und am Ende der Sitzung sagt man dann noch ein paar Worte des Dankes und dann ist die Sitzung beendet. Uwe, du wolltest, glaube ich, gerade noch was dazu sagen? Ja, also. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die uns jetzt zugehört haben, wirklich Interesse daran gefunden haben, das mitzuerleben oder ein Teil davon zu werden. Lass uns nochmal auf den Thema zurückkommen. Wie kann man Kontakt mit euch bekommen und Sitzungen arrangieren, an Kursen teilnehmen? Kannst du da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ja, am einfachsten ist es, über die Webseite mit uns Kontakt aufzunehmen. Die ist www.ssf-robin-foy.com. Da ist auch alles beschrieben, auch was wir anbieten. Und wir warten noch auf das grüne Licht der Spirits, dass wir Sitzungen und Seminare anbieten dürfen. Aber sie haben uns schon mal einen Hinweis gegeben, dass es wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres passieren wird, dass wir dann Seminare anbieten können oder auch Gäste zu uns kommen können, um an Sitzungen mit unserer Gruppe, mit unserem Zirkel teilnehmen zu können. Wir werden natürlich auch noch alle Daten, dass die Leute auf euch zurückkommen können, auch in der Beschreibung von dem Video schreiben, damit die Leute ausreichen können. Ihr seid natürlich auch in allen Medien vertreten, wie Facebook, YouTube nehme ich an und habt natürlich eure Webpages. Wie ist das eigentlich? Kommt ihr auch in Kontakt mit negativen Mächten? Also ich aus EVP-Erfahrung habe diese Erfahrung machen müssen, dass sehr viele negative Geistwesen um uns herum sind, die negativen Einfluss manchmal sehr oft auf Menschen hier auswirken und habe mich gefragt, in einem Zirkel, den ihr habt, der eigentlich sehr, sehr positiv ist, ob da auch negative Wesen durchkommen. Theoretisch ja, praktisch nein. womit hängt das zusammen? Warum habe ich nicht das Glück? Bei den physikalischen Medien ist es immer so, dass da ja ein ganzes Team von Spirits mitarbeitet. Unter anderem ist da auch ein Türwächter, der Doorkeeper genannt wird. Und der hat nichts anderes als die Aufgabe aufzupassen, dass nur die durchkommen, die durchkommen sollen. Und zusätzlich, Beate hat es schon angesprochen, vor Beginn der eigentlichen Sitzung wird so eine Art Eingangsgebet, wir nennen es so, es ist eigentlich nur eine Fürbitte oder sowas in der Richtung. Also kein kirchliches Gebet. Genau, kein kirchliches Gebet. In dieser Fürbitte wird dann auch unter anderem gesagt, dass nur die Energien mit uns arbeiten sollen, die uns positiv gesinnt sind. Und nachdem ich so ein Anhänger der Quantenphysik bin, sage ich immer, Gedanken schaffen Realitäten. Und genau diese Realität schaffen wir uns auf diese Art und Weise. Und bisher, toi, 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 und so wird es auch in Zukunft sein, hatten wir mit negativen Energien noch keinen Kontakt. Wir hatten einmal eine Sitzung, wo Gladius, dieser Doorkeeper, die Sitzung abrupt beendet hatte. Und das war's.
Das war der Moment, als in Latein gesprochen wurde. Wir haben die Worte nachher übersetzt und dann hieß es, Gladius macht die Tür zu. Also da war irgendwas am Kommen, was nicht gerade positiv sich ausgewirkt hätte auf diese Sitzung. Genau, man muss einfach denken, dass wir mit Liebe arbeiten und eben nur das Positive anziehen. Es kommt immer so auf den Fokus an. Es gibt natürlich auch Menschen, die arbeiten mit Schwarzmagie. Da wollen wir uns absolut von distanzieren. Bei uns ist es einfach nur Liebe und es ist das Gefühl, man spürt die Liebe der geistigen Welt in der Sitzung, wenn man berührt wird. Man möchte einfach nur vor Glück weinen und die Spirits haben noch nie irgendetwas von uns verlangt, was wir tun sollen oder was sich nicht gut angefühlt hat. Und man spürt es einfach. Also als du das gesagt hast, ist mir der Gedanke hochgestiegen. Wäre es so in der Kirche, wenn wir die Messe hätten, dass man singt aus Freude heraus und nicht so ernst da sitzen würde? Ja. Ich glaube, dann würde die Kirche sehr viel mehr Zulauf haben, obwohl ich auch weiß, dass die Spirits nicht so sehr viel von der Kirche und von der Religion halten, weil das ja alles früher ein Machtpotenzial war, Politik war und eigentlich die Basis weggenommen hat, wirklich mit der geistigen Welt zu kommunizieren, Gott näher zu kommen und der Schöpfung. Lass mich doch mal zu der nächsten Frage kommen, weil wir fast schon am Ende unserer Zeit sind und wir wollen ja nicht, dass uns die Zuschauer davonlaufen. Was ist eigentlich der Grund, dass Geistwesen Kontakt mit den Menschen wollen? Ja, also das wurde uns auch immer wieder bestätigt. Der Grund ist, dass man uns die Angst vor dem Tod nehmen möchte. Das ist ein Grund. Dann ein weiterer Grund ist, uns zu zeigen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass unsere Seele unsterblich ist, dass wir das begreifen und nicht nur glauben, sondern dass wir es wissen. Das ist die Message, die die Spirits für uns haben. Richtig. Ist es korrekt, wenn ich sage, wir sind hier auf der Erde in einer Schule, die wir besuchen und dann wieder gehen, aber dann in unsere Heimat zurückkehren, genau, wo wir eigentlich herkommen? Genau, so haben Sie uns das auch erklärt. Entschuldigung, du warst noch nicht fertig. Nee, ich wollte noch eine Zusatzfrage stellen, aber das hat Zeit, also es ist wichtiger, was du zu sagen hast. Okay, also Sie haben uns das tatsächlich so erklärt, wenn wir in unserem Zuhause sind, wo wir alle herkommen, entscheiden wir uns, auf die Erde zu kommen und verschiedene Aufgaben zu durchlaufen und diese Aufgaben sozusagen abarbeiten. Sei es auch unangenehme Dinge wie Krankheiten oder Lebenskrisen, sagen Sie, dass wir uns das selbst ausgesucht haben auf der anderen Seite, damit unsere Seele wachsen kann. Und so lassen sich vielleicht auch manche Dinge vielleicht besser verstehen, die in unserem Leben passieren, die eben natürlich nicht so schön oder nicht so toll sind. Auch zu akzeptieren. Genau, ja. Habt ihr, wenn ihr nicht gerade eine spirituelle Sitzung habt, habt ihr Erscheinungen im Haus oder könnt ihr fühlen, sehen, dass die Spirits mit euch sind? Ja, wir haben aus Deutschland einen alten indischen Schrank mitgebracht. Und der knackt immer wieder, obwohl eigentlich im Raum die Temperatur konstant ist. Und es gibt ja dieses Dehnungsknacken bei Möbelstücken, aber hier ist die Temperatur eigentlich relativ konstant und trotzdem knackt er permanent. Genau. In Deutschland hatten wir des Öfteren auch tatsächlich Klopfgeräusche. Wenn wir uns über irgendwelche Themen unterhalten haben oder eine Frage gestellt haben, dann kam ein richtiges Klopfen und war für uns dann die Bestätigung, aha, okay, Sie sagen uns jetzt gerade genau, das ist richtig. Das hatten wir auch, aber dass wir Spirits gesehen haben, das kann ich für mich nicht sagen. Nee. Genau. Aber zum Spirit sehen, du hast vorhin ganz zu Eingang unseres Gesprächs erwähnt, dass du mit 7 Jahren dieses Erlebnis hattest. Ich weiß mit großer Sicherheit, dass Kinder im Alter bis 5 bis 7 Jahre durchaus Spirits live erleben. Sie können sie sehen, sie können sich mit denen unterhalten und sie können sie sogar anlangen. Aber das hat nur etwas damit zu tun, dass das Gehirn noch nicht so formatiert wurde,
wie es dann in späteren Jahren durch Kindergarten und Schule und Erziehung im eigenen Elternhaus anders formatiert wird, sodass dann halt bestimmte Verhaltensregeln einfach nicht mehr existieren oder Möglichkeiten nicht mehr existieren. Ein letztes Wort. Was ist eure Message für die Leute, die jemanden in ihrem Leben verloren haben, den sie geliebt haben? Was wollt ihr diesen Leuten sagen? Ja, die Message wäre, nicht traurig zu sein, weil die Menschen, weil unsere Lieben nach Hause gegangen sind, weil sie dort angekommen sind, wo wir alle herkommen, wo wir alle hingehen. Und das ist kein Grund, ja, was heißt kein Grund, dass wir keine Angst haben müssen, dass es denen schlecht geht, sondern ihnen geht es dort gut, ihnen wird geholfen und da ist nur etwas Positives. Ja. Ein wunderschönes Schlusswort. Leider sind wir mit der Zeit zu Ende. Es war so interessant, mit euch über dieses Thema zu reden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden natürlich in der Beschreibung von dem Video eure Daten nochmal publizieren und die Leute, die wirklich daran Gefallen gefunden haben, an sich, an einer geistlichen Weiterbildung, sollen doch zu euch ausreichen. Uwe, Beate, vielen, vielen Dank und Exito, wie wir in Spanisch sagen. Vielen Dank auch für das Interview, Markus. Ja. Dankeschön. Danke für an euch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.